Hallihallo und Mahlzeit. Willkommen zurück in Journey to the Savage Planet. Alles klar, Digga. Halt mal die Gusche. Wir schauen mal schnell rein in den Journal. Genau, wir müssen den Turm weiter erkunden. Setze den Aufstieg fort. Das werden wir mal machen. Letztes Mal haben wir die Bombengranaten bekommen. Da könnten wir jetzt natürlich auch noch ein paar Sachen machen, aber wir machen mal hier weiter bei planetarisches Treibgut. Gut, da sind wir schon. Nämlich hier der neue Bereich, den wir letztes Mal freigeschaltet haben, weil wir den Boss besiegt haben. Und hier gibt es was Neues. Hier gibt es nämlich diese Pestgranaten. Und die, damit kann man nämlich Sachen. Oh. Damit kann man nämlich Sachen wegätzen. Mit Bernstein. Genau, habt ihr gesehen. Und dann kann man nämlich hier diese Mopsvögel auch töten. Spaß mit Ätzmitteln. Neue Mission haben wir gekriegt. Aber die wird ein bisschen länger dauern. Das kann ich euch jetzt schon sagen, bis wir das bekommen. Weiß ich nicht, ob wir das heute überhaupt fertig kriegen. Wir erkunden erstmal hier den Bereich. Genau, nahes Geheimnis. So, hier diese Tafeln sind auch immer sehr wichtig. Genau, außerirdisches Kino. Davon müssen wir nämlich auch 10 Stück finden in der ganzen Spielwelt. Hier rüber, da ist wieder hohes Gras. Ihr wisst, was Sache ist. Da gibt es wieder eine Orange. Da könnten wir jetzt auch weiter hoch, da gehen wir aber noch nicht lang. Und hier brauchen wir den Powersprung, den haben wir noch nicht. Ich glaube, dass wir auch so da hochkommen. Ah, fast. Machen wir unsere Samen voll. Da drüben können wir auch rüber. Da, ach so, da müssen wir von da oben aus wahrscheinlich rüber, oder? Kommen wir da ran? Ich glaube nicht. Nee, ich glaube nicht. Es ist zu hoch. Dann geht es hier drüben weiter. Hier runter. Oh, war das knapp, Digga. Auf und davon haben wir auch neue Missionen bekommen. Und jetzt können wir uns nämlich hier rüber schwingen. Zack. Zack. Und dann haben wir nämlich hier einen neuen Altar gefunden. Den Startbooster-Schrein. Aber da geht noch nichts. Der ist nicht aktiv. Das heißt, wir müssen den erstmal aktivieren. Hier schnappen wir uns noch ein bisschen Silizium. Und dann schauen wir mal, wo es da weitergeht. Hier brauchen wir einen Mopsvogel. Da kommt schon einer. Na, come on. Schmeißen wir mal hier einen Grob. Da kommen welche. Und tschüss. Wieder gute Schredderung hier heute. Und da haben wir die nächste Orange gekriegt. Fehlt nur noch eine bis zum Level Up.
Ja, das sind so Viecher, die kommen da aus diesen Höhlen raus. Die haben wir aber schon mal gescannt. So, und jetzt gehen wir mal hier hoch. Und da immer zuerst die roten wegmachen. Die sind nämlich meistens am nervigsten. Yes. So, schau mal, da sind noch welche. Den haben wir schon. Ah, da kommen wir nicht rüber, shit. Hier runter stürzen. Nochmal hier rüber. Und dann hier. Genau. Und jetzt müssen wir nämlich hier das wegätzen. Gut. So, und dann brauchen wir nämlich dafür diese Ätzbomben. Ah, hier gibt es sogar welche, sehr gut. Müssen wir gar nicht so weit laufen. Das da müssen wir vor allem machen, das ist die eigentliche Mission, diese Pumpen da alle zu befreien. Aber wir können auch die anderen noch machen. Da sind meistens auch noch Orangen drin versteckt oder andere Sachen. Leben wäre auch nicht schlecht. Die könnt ihr auch wieder so werfen, wenn ihr es gedrückt haltet. Zack. Weil, solange ihr das Upgrade nicht habt, heben die nämlich nur 5 Sekunden. Und da haben wir eine Orange gefunden. Super gut, wieder Level up. Und die erste Pumpe haben wir. Gut, da sind wir wieder hier bei der Pumpe. Und wir müssen nämlich jetzt hier lang. Hier geht's weiter. Könnt ihr hier rüber jumpen und euch dahin da hochziehen. Es sind insgesamt 3 Pumpen, die man aktivieren muss. Genau. Und immer zuerst die roten weg. Na, wo ist der letzte? Da. Na, come on. Yes. Gut. Und zwar, da müsst ihr nämlich jetzt hier hoch euch schwingen. Und dann hier rüber jumpen. Und dann gibt es hier die Dinger. Und dann müsst ihr am besten versuchen von hier aus zu werfen. Das geht teilweise ganz gut, teilweise nicht. Oder von hier, ja, da drüben ist auch schlecht zum Rüberkommen. Also, ihr könnt ihr auch nehmen und rennen. Und vor allem das da müsst ihr ja auf jeden Fall freischalten. Und das war's hier schon, das waren nur die 2. Oder? Gut. Dann geht's hier drüben weiter. Die Pumpe läuft wieder, wie ihr seht.
Normal können wir schon von hier wegballern. Gut, den haben wir. Die anderen beiden noch. Oh, ne, doch kein Doppelkill. Ich dachte schon, wir hätten Doppelkill geschafft. Gut. So, hier machen wir Leben voll. Und da stehen die Pflanzen wieder parat. Einfach schnappen und schmeißen, mit R1 gedrückt halten. Dann könnt ihr da schön schnell, der ist leer. Hier gibt es noch eine Orange. Die meistens im hohen Gras. Die Pumpe läuft schon wieder, aber wir machen den da Mama auch noch weg. Da können wir hier rüber gehen. Ja, ist nur noch der eine. Schauen wir mal, was da drin sich noch versteckt. Und da haben wir noch eine Orange gefunden, sehr gut. Und jetzt können wir wieder hier runter, glaube ich. Ja, jetzt könnt ihr einfach hier runter jumpen. Und dann seid ihr schon wieder beim Altar. Und könnt euch den Startbooster extrahieren. Sehr gut. Dann würde ich sagen, wir gehen zurück. Oder ich kann euch auch noch einen Geheimgang zeigen, wenn wir jetzt eh wieder zum Teleporter müssen. Dann zeige ich euch noch kurz eine Abkürzung, wie ihr schneller in den Bereich kommt, wo ihr eigentlich erst später hinkommt. So, die haben wir auch. Der rote ist heute ausgeflogen und zwar müsst ihr dafür hier rüber. Lass mich kurz schauen, wo es lang geht. So, dann hier noch rauf. Normal könnt ihr jetzt da drüben auch weitergehen und da natürlich die Kamera kaputt machen. Weil die Kamera ist natürlich übelst nervig. Den könnt ihr auch hier lang gehen. Und zwar hier rüber. Dann könnt ihr euch nämlich schon ziemlich schnell einen der letzten Teleporter hier in dem Gebiet sichern. Dann müsst ihr hier rüber. Gedrückt halten X und dann hier hinten hoch, wie ihr seht. Da müssen wir hoch. Hier unser Grob machen wir auch mal wieder voll. Sehr gut. Und hier hoch. Und da müsst ihr springen und dann euch rüberziehen. Dann kommt ihr nämlich hier in diese Höhle. Bereich entdeckt und dann seid ihr sofort hier beim letzten Bereich, beim vorletzten Bereich von diesem Gebiet und zwar auch schon ganz oben. Das heißt, kann man sich vielleicht sogar das ein oder andere Geheimnis schon schnappen. Wenn ihr da hinten weitergeht, dann kommt ihr auch noch in einen anderen Bereich, wo ihr eigentlich erst ein bisschen später hinkommt, aber das machen wir jetzt nicht, sondern wir gehen hier rüber. Und schwingen uns hier rauf. Können wir uns hier noch ein bisschen Silizium mitnehmen.
Hier könnt ihr euch direkt mal links. Die Viecher macht ihr einfach weg. Müsst ihr gucken, immer wo die spawnen. Dann schießt ihr sie einfach ab. Da ist er. Sehr gut. Und dann macht er einfach hier die gelben Dinger weg. Zack. Eins. Und zwei. Und hier braucht ihr eine Bombe. Tschüss. Da ist der dritte. Da kommt noch so ein Bumerang-Freak. Und dann habt ihr hier geschwind eine Legierung auf dem Weg euch mitgehen lassen. Und dann... Hier könnt ihr noch ein bisschen Silizium mitnehmen. Und dann könnt ihr nämlich hier runter droppen. Gibt es glaube ich auch noch was. Hier auf den Pilz drauf. Dann seid ihr nämlich schon hier beim Krankbaum. Dann lauft ihr einfach nur noch hier rechts um die Ecke. Und habt einen Teleporter gefunden. Dafür müsst ihr jetzt ein paar Kämpfe machen. Und so ein paar Mobsvögel. Aufpassen, die Alphas explodieren und hier ist auch alles voller Bomben. Da kommen jetzt alle möglichen Gegner. Achtet auf euer Leben. Oh Mann. Na komm, lad doch nach. Yes. Leben aufsammeln. Seid immer sparsam mit dem Leben. Sammelt nicht zu viel auf einmal. Wenn ihr euch das gut einteilt, dann könnt ihr mit den Pflanzen hier vollkommen auskommen. Na komm, mach doch hoch dein Dinger. Na, lauf doch darüber. Jetzt können wir wegmachen. Ja, einmal getroffen. Und zwar könnt ihr immer mit Kreis so wegsliden. Es klappt leider nicht immer, aber manchmal geht's. Ja, wenn's nicht anders geht, könnt ihr den nämlich auch mit Bomben erledigen. Und dann war's das. Dann habt ihr hier den Teleporter freigeschaltet. Wir machen unser Leben noch schnell ein bisschen voll. Zack. Und zwar eiternder Abgrund. Sehr geil. Dann ab zum Habitat und dann leveln wir den Startbooster. Womit wir dann auch wieder ein paar neue Wege gehen können. Und zwar hier, Rucksack auf und davon. Sehr gut. Sonst können wir aktuell doch bereit zum Herstellen.
Hier können wir verbessern, dann Gebrauchsgürtel machen, ist auch nicht schlecht. Dann brauchen wir nicht immer so viel Zeug sammeln. Und was haben wir hier noch? Ah, aufgeladener Schuss. Ja, habe ich in meinem anderen Playthrough nie verwendet. Dann schauen wir, was wir noch hier für eine Nachricht bekommen haben. Zwar hier haben wir noch ein paar neue Videos. Wanna talk to some of the hottest slime forms in the galaxy? Chat with the most seductive soft bodies in space for a discreet and nebulous encounter. No bones about it. Call 1-900-LOG-LOVE. Just 2500 for the first minute and 42,000 for each additional minute. Call the blob line now. Additional transplantation rates of blood must be over 622 Z next year. Und hier Alien-Forschung haben wir noch ein neues Video. Die bekommt ihr immer, wenn ihr diese Alien-Tafeln scannt. Gut, dann war's jetzt für heute. Dann haben wir wieder ein paar Sachen freigeschaltet. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.